Ja, es ist eine Grundsatzentscheidung, was einem mehr taugt. Aber die Anästhesie ist sehr breit aufgestellt. Es ist ja nicht nur das MOP, wir haben die Intensivstation dabei, wir haben das Notarztfahren dabei. Man kann aus diesen Sachen die Rosinen rauspicken und jeder kann dann ein bisschen für sich Schwerpunkte setzen, was ihn interessiert. Anästhesie ist ein Fach, wo man sich vor nichts erwehren kann, weil es geht dann alles an. Jedes einzelne Fach, jede einzelne Problemstellung in dem Krankenhaus kann oder ist eine anästhesiologische Problemstellung, wenn es der Fall notwendig macht. Man ist eigentlich auch ganz schnell wirklich mittendrin, dass man sie angewöhnen kann, wirklich angewöhnen kann. Und ich glaube, von dem medizinischen Angebot sind wir gut aufgestellt da. Steyr ist insofern, gerade wenn man jetzt, sage ich mal, studiert und anfängt, nachher ist sicher ein super Haus im Sinne von, ich habe viele Abteilungen. Es ist ein Schwerpunktkrankenhaus, aber es ist noch nicht so groß, dass man sich gegenseitig nicht kennt. Durch das, dass wir ein Schwerpunkthaus haben, versorgen wir auf der Intensivstation auch spannende Sachen. Trendfachgebiete wie Pulmologie, Neurologie. Im NEF versorgen wir einfach ein riesiges Einzugsgebiet. Wir haben eine relativ breit aufgestellte Allgemeinchirurgie, wir haben eine gute Unfallchirurgie, Unfallneurochirurgie, moderne Radiologie mit Interventionen in der Radiologie. Also man kann in Steyr wirklich alle Fachgebiete haben wir eigentlich zur Verfügung, auch von der Diagnostik. Man hat viele große Fächer und es ist auch ein großes Haus, wo viel Versorgung gemacht wird. Unser Fach kennt einfach keiner. Wenn man, außer man schaut sich das Fach einmal an, da jeder von den Jungen, man hat einfach wenig Berührungspunkte so im OP und jeder ist dann total überrascht, so, was, echt, das macht es auch und na, das ist ja gar nicht so fad und na, eigentlich ist es ja interessant, aber wenn man es nicht kennt, man kann sich darunter nichts vorstellen. Es ist definitiv ein Fach für Leute, die sich an jedem und an allem interessieren können und überall mitmachen wollen. Ja.